Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir mit zwei, ich weiß gar nicht, ob der eine ist ein Abonnent von mir und der andere weiß ich gar nicht, was, das ist sein Kumpel irgendwie. Ja, und ich spiele hier mit Vayne auf der Botlane. Und wir befinden uns, das wurde mir zumindest schon so gesagt, auf Bronze, ich sag mal so im Schnitt Bronze 3 Elo, also dürfte das Game nicht allzu schwer werden, aber wir gucken mal, was uns erwartet. Ja, und wir haben hier zum einen den Warwick mit bei uns. Hallo. Und dann haben wir noch Fursa hier, der Blitzcrank ist auch noch mit dabei. Moin. Wir sind dann Dreier Premade hier am Start und ja, spielen dann auf der Botlane gegen eine Jinx. Und ja, das ist schon wieder. Und eine Lux als Supporter, so wie es aussieht. Jo. Ja. Ich schätze mal die in Wellen, mein Red. Aber keine Ahnung, Wladimir geht ja gucken. Was ich so lustig finde, vorher, hier hat der Warwick total viel geschwätzt und wenn jetzt die Aufnahme an ist, dann ist er total schüchtern. Oder? Geht. Ja. Ist auf jeden Fall lustig mit anzugucken, ja. Bin mal gespannt hier so Bronze Experience, was man hier so alles mit aufnehmen kann. Der Warwick wollte schon ohne Smite starten, aber das. Ja, Warwick braucht normalerweise kein Smite, aber wegen Baron und Duengen. Richtig, gleich was dazu gelernt, ne? Ja, weil ich spiel Warwick immer ohne Smite, weil man kriegt den Baron als Warwick so schnell down. Und da nehme ich meistens kein Smite mit. Weil ich habe mal Baron in meinem vorherigen Game mit Warwick innerhalb von 1 Minute 30 oder so geschafft. Weil er hat ja einen übelsten Attack Speed und sein Self-Heal. Da schafft er das ja schon. Das ist der Grund, warum du immer keinen Smite mitgenommen hast, zum Beispiel. Ja. Das wäre zum Beispiel schon mal so ein Teil, warum du immer noch in der Elo so stecken bleibst. Also ich will jetzt Ja, nicht selbst sagen, dass du jetzt so der nein, beste. ich spiel nicht in den Ranked Jungle ab und zu, aber nicht mit Warwick. Ich will jetzt nicht selbst von mir behaupten, dass ich jetzt hier irgendwie der Geilste oder so bin, aber da ich zum Beispiel schon mal einen Last Hit verpasst, ist schon mal richtig scheiße. Ja, aber es ist halt, man kann halt so Tipps geben und so alles, das ist schon ganz cool. Ja. Weil spielen den Ranked, also ich bin noch Bronze 2, ich komme irgendwie nicht weiter, weil ich spiele ja mit dem Blitzcrank zusammen Ranked ab und zu, Solo-Duos und da kommen wir einfach nicht aus dem Bronze-Viertel raus, weil wir immer nur Bronze-Noobs bekommen. Ich weiß, wir sind selber Bronze, aber wir sind gute Bronze-Spieler. Ja, das ist Wenn es. ich Was sagst du? irgendwann mal graben sollte oder so, dann sag Bescheid, dann Ja, immer grab ich wenn sich immer die mit. Chance ergibt, ne? Okay. Aber ja, am besten die Jinx, ne? Oder die Lux ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil die ist ziemlich squishy am Anfang. Ja, die haben einen Red invaded. Schön, dass mal Wladimir wardet. So, da habe ich schon mal guten Damage Spike drauf bekommen. Also scheiß Minions, die immer unterwegs sind. Ich geh mal kurz mit und danach komme ich mal Bot runter, ne? Ja, der Busch, in dem du stehst, ist ja gewardet, deswegen können die dich ja da auch angreifen. Weil die dich dann auch sehen. Die haben dann Aggro auf dich. Ich weiß nicht, ich mach mal. Oh, ja, Fizz ist ja bei mir. Komm, 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 komm. Fizz! Ja, mit Warwick ganken zu gehen vor Level 6 ist sowieso so eine Sache für Ah, sich. packst du? Oh, fuck. Ja, Kassadin kommt nicht helfen. Was soll ich denn da? Oh, Lee Felku. Aber übelst. Die alle Respekt vor mir haben. Oh. Ja, Lee wird eventuell runter auf den Bot kommen. Ich schätze mal, der ist hier oder so. Jo. Weil er wollte mich gerade von seinen. Nee, der ist Mitte, weil der wollte dich gerade von seinem Ghost an mich ranhucken. Und dann ranspringen, ja, keine Ahnung. Aber Evelynn finde ich ja auch schon krass in den Game, wo man seine Attacken jede 2 Sekunden ready hatte oder so. Oder mit Evelynn ihre Q jede 16 Sekunden. Ja, nice. Sache bei mir ist jetzt halt bloß, dass ich gerade ja, aufnehme und das bei mir ein bisschen ruckelt. Deswegen kann ich nicht das volle Potenzial der Vayne hier ausnutzen. Das ist aber auch kacke. Ich finde das irgendwie so ungewohnt, von dem lila Team gegnerisch blau zu spielen, weil das
von oben nach unten laufen, bin ich nicht so gewohnt. Das vom blauen Team, das ist besser dann. Ja, wenn man von unten nach oben guckt, ist ja viel einfacher. Die haben halt die Vorteile, die stehen immer hinter den Minions, da kann ich die nicht so gut graben. Ist auch blöd. Ja. Aber was wirklich stimmt, mit Vavi kann man vor Level 6 nicht ganken gehen, weil der einfach seine Ulti braucht. Mhm. So, also die Jinx ist schon mal out of Mana. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Und Kassadin hat gerade einen Kill in der Mitte gemacht. Top hat auch einen Kill. Nee, Kassadin hat schon 2 Kills. Ich dachte, der Top hätte auch einen, hat nicht so richtig drauf geguckt. Ja, so Toplane, ja, okay. Haben die gar keinen. Doch, die haben Angel. Die haben Lee. Der war ja gerade eben bei seinem Ghost und dann in der Mitte, weil ich war mit Lowlife hier, wo unsere Minions gerade stehen. Und dann 1 Zentimeter daneben hat er seine Q gefailt. Sonst wäre ich down. Wieso, Kassadin? Wieso soll ich gehen, wenn ich Farm brauche? Aber egal. Ich wollte wahrscheinlich nicht, dass du seine Minions stealst. 4 Stück. Oder dass du seine Wave pusht. Ah, stimmt ja auch wieder. Ich vergesse einiges, aber komm, Kopf hoch. Das Leben geht weiter. Ja. Ich weiß nicht, soll ich den Blue lassen, weil ich brauche den ja auch selber. Nice. Oh, jetzt kommt dieser scheiß Stun, ey. GG. War ein guter Grab von dir. Ja. Aber was ich auch nicht verstehe, die meisten Leute, die gegen mich spielen, also ich spiele relativ Draven auf der Bond, ne? Ich verstehe einfach nicht, warum die immer bei mir drin stehen bleiben, weil die sind fast down oder die merken, dass die null Chance gegen mich haben, ne? Weil die wissen, dass ich schon bessere Items und so hab und dass ich mit meiner Kuh mehr raushau, ne? Und trotz allem Dingen kommen die immer wieder zu mir und wissen, dass sie sterben und dann sterben sie auch noch. Und dann sagen die zu mir, shut up, Draven, du Noob. Ach ja, lol, ey. Die flamen doch alle rum. Das sind halt die Rage Kiddies hier überall, ne? Ich weiß, ich war früher auch nicht besser, aber. Blitzcrank, du kannst ruhig weggehen. Jo, ich hab ja meinen Teleport mit, also. Jo. Aber ich hab noch zu wenig Gold, um wegzugehen. Erst 1000. Dann nimm doch deine Kekse da, zwar. Ja, ich komm sofort runter, ich mach nur noch die Wölfe, ne? Weil dann bin ich auch Level 6. Ja, gönn dir. Wenn ich mal einen Kill auf den Bot nehme wegen meiner Ulti, weil ich will meine Ulti nicht. Oh, scheiße. Oh. Ich hab sie nicht gegen die Wand geklatscht, ey. So ein Mist. Ich dachte schon, das war ein Flash, aber naja, okay. Ja, warte, ich komm von hier mal rein. Das war ja, ich lass meine Ulti immer ganz auslaufen, weil ich finde, als Warwick muss man seine Ulti auslaufen lassen, wenn man schon ganken kommt. Also es ist nicht gerade gut, wenn man Kills nimmt, aber. Ach, Kill ist Kill. Also sollen wir mal kurz Dwayne machen? Nee, lass mal lieber noch nicht machen. Also das macht man eigentlich erst, wenn man so ganken war, Kill gemacht hat. Dadurch sind nämlich dann die Leute auf der Botlane sind dann in der Base und dann sind wir sicher, dass dann ein paar fehlen. Deswegen, also es ist jetzt noch zu riskant gewesen. Okay. Ich und der könnt ihr mal kurz aufhören zu pushen? Ja, die Wave resettet sich ja sowieso gleich im Tower, deswegen. Ja, kommst du mal zu deren Web, wenn du den haben willst? Nee, nimm dir ruhig. Ich hab nur Angst wegen Lee, falls er hier gleich rüber gesprungen kommt oder so. Ach komm, ich lass mal beide Minions, da hat er mehr zu tun. Hat mir auch den letzten Webcast. Ich und Warwick hatten schon mal so eine Combo gemacht, Blitzcrank und Thrash auf Angriffstempo und Crit, Botlane, oh, OP. Ja, das war vor, keine Ahnung, 3 Monate da, oder länger, weiß ich jetzt gar nicht. Da hat er halt Thrash gespielt, da war er vorne am Tower, hat den Gegner zu sich gehuckt. Und danach stand ich weiter hinten, knapp an meinem Tower, habe ich den zu mir gehuckt und danach haben wir den hochgeworfen, geslowt und der kam nicht weg. Das ist übelst krass. Siehst du, jetzt hat der Lissinda dein Geschenk entdeckt.
was du ihm gelassen hast. Ah, der hat einen Skin, ne? Ja. Ja, nicht mein Problem, wenn Lee mir den letzten noch gestealt hat. Ah, ich habe am Anfang den... Ja, Kassadin geht Top Gang, schätze ich mal. Ja. Ist wahrscheinlich. Können versuchen, die... Ah, ne, die sind wieder zu zwei. Immer wenn du was hast, dann grab ruhig, weil wir sind jetzt zurzeit stärker als sie. Okay. Nur, dass du halt, musst dann immer ein bisschen gucken, dass du dann... Ja, nicht ganz so in den Minions drinne stehst, weil die machen jetzt auf diesem Level noch ganz schön viel Damage. Ja, meistens grab ich so durch die Minions, aber das ist halt... Und falls ihr das noch nicht wisst, wenn, als Warwick, wenn man die Hydra gebaut hat und dann hast du eine Ulti aktiviert, nach jedem Schlag kommt doch der Flächendamage und wenn man als Warwick dann seine Ulti aktiviert, kommt der permanent der Flächendamage von der Hydra spammt die ganze Zeit. Ich finde das übelst geil, mit Warwick eine Hydra zu bauen. Ich baue ja Warwick auf Voll Crit und Angriffstempo. Guck mal, ich gehe erst in meine Bank, ne? Und 2100 Gold und 3 Healpots habe ich noch. Ja, süße. Läuft bei dir. Ja, aber ich baue mir irgendwie nie das Jungle-Item, weil ich finde, das ist zwar gut für Jungle, aber komm, man Alter, hast du Damage gesehen, ey? Jo, Ostern, nice. Ein Attack, ja, geht. Easy. Easy, easy. 8 Sekunden habe ich meinen nächsten Grab. Jetzt mal so eine Frage. Das Jungle-Item ist ja normalerweise am Anfang wichtig, ne? Ja, schon wichtig. Aber ich baue mir das irgendwie nie, weil man verkauft das eh am Ende. Ah, knapp, knapp. Ja, aber wenn du Ulti hast, dann... Was? Wenn du Ulti hast, können wir ruhig rauf da. Ja, ich habe Ulti. Aber wir müssen gucken, falls die Lux jetzt gleich wiederkommt. Ich könnte eigentlich tanken wegen meiner Passive, aber ich glaube, das hat sich auch nicht so... Ich glaube, die Lux kommt eh gleich wieder. Dann wird's gefährlich. Ja, die ist hier. Jinx ist back. Nee, doch noch nicht. Ich habe meine Ulti. Oh. Ich habe meine Ulti frei. Ich könnte von hinten reinkommen. Ah, nee, ich gehe erstmal mein Blue holen. Oh, Lee kommt Blue. Kann mir mal kurz einer entgegenkommen? Zum Helfen? Gucken. Bleib mal hier. Ja, Lee ist da. Bei uns ist der. Ja, soll ich den ulten? Nee. Ich habe jetzt nur Angst, dass er zu mir hochkommt. Und mein Blut dann einfach weg ist. Warte mal. Ja, dann warte doch über die Mauer. Ja, ich habe keinen frei, deswegen. Ach so. Ja, Lee hab vor. Nice. Ulti. Gut, Job. Mein Blue bekommen, weil der hat seine Kugel gefällt, weil ich den bisschen zu meinem Busch reingezogen habe. Lux lebt noch, ne? Ja, bin sofort wieder da. Ja, Lee, komm von hier. Ja, ich komm hier. Na, der. Warte mal. Ich geh mal zu dir. Keine Ahnung, gerade wo Lux ist. Ja, die ist bei mir. Drauf. Ja. pass mal auf, versuch mal den Tower da. Jetzt, der da. Nice. Ja, keine Ahnung, der Damage war einfach gerade nur zu krass. Also der war nicht krass, ich könnte dir den lassen, aber... Ja, du bist einfach ein krasser Typ. Warwick ist ja auch mein Main. Ja, komm, lass mal Drang kurz machen, wenn ihr da jetzt, oben jetzt ist seid. Zum Beispiel der Zeitpunkt gekommen, um Drang zu machen. Das war guter Call. Ja, kommt ihr dann? Ja, weil jetzt ist nämlich der Tower gefallen, Lux ist weg oder noch in der Base. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Aber ich freue mich auch 2015 auf die neue Karte, also die wird ja verändert und... Ah ja. Wann kommt ein Gnar überhaupt raus? Ich glaube mal im nächsten oder so. Ja, ich habe einfach früh... Nächste Woche kommt Gnar schon raus. Nee, wahrscheinlich. Oder übernächste Woche, ich weiß nicht, soweit ich gehört habe von anderen Leuten. Ja, ich habe gerade einfach gesmited. Ja. Als Warwick, was für Schuhe hole ich mir da immer? Ja, stimmt ja. Hole ich mir ja immer... ja, einfach so Schuhe. Guck mal, unser Team steht schon ganz gut mit den ganzen Kills. 9-6.
3-0 Bot, 0-0-3 Bot, 1-0 Jungle. Ja, vor allen Dingen als Vayne hast du eigentlich gute Chancen im Late Game nachher. Scully ist ja gut rein ins Late Game und deswegen. Ja, Vladimir ist gerade ein bisschen schlecht. 0-4. Ja, ich komme mit Ulti rein. Ah, Mann! Ich ulte Lux. Ich schau mir wohl mal kurz eben Lux, ne? Easy. Da blitzt so OP. Kein Mensch. Ach komm. Oh. Ah, kommst du, glaube ich. Ja, hast du einfach gesehen, der Selfie, wie krass der ist von Warwick, ne? Warte mal, ich nehme mir mal kurz ein Minen, nur zum Hochrein. Ja, ich pushe mal kurz mit euch hier die Lane unten. Aber da wäre irgendwie schon cool, wenn man mit Smite auch den Tower wegsmiten kann, weißt du? Ja, das wäre ein bisschen doll, ne? Kommen wir auf den Tower erst? Ja. Ja, ich, ja, Fizz ist unten. Oh, Lee Sin, nice. Ja, ich aber bin down. Ja, ich bin down. Fizz kam von unten. Scheiße. Ja, Fizz mein Main, Alter. Aber komm, 2-1 geht doch, oder? Nice, Vayne. Nice. Kann Vayne überhaupt nicht, ey. Oh Gott. Vayne ist auch so ein Champ, den man spielen muss. Shit. Ah, das ist durch meinen scheiß Fraps jetzt. Hier kann ich nicht die geilen Plays machen. Ich hatte nämlich noch Flash und Heal gehabt und wollte mir das nämlich nur aufheben. Ach so, ja. Ah, das sind so diese kleinen Momente. Ich habe jetzt nämlich gerade einen Ping von 37 und sonst habe ich... Na doch, ich habe sonst auch mal einen Ping von 37, aber die, wie heißt das hier, die Performance wird halt immer ein bisschen dadurch beeinflusst und ja, natürlich alles ausreden hier. 2-1 als Jungler geht doch im Moment, oder? Ja, klar, locker. Okay. Ach, schade. Wir hatten mal den einen Tag eine Morgana und eine Lux aufgebaut, ne? Beide haben AP gespielt. Die haben mich und hier unseren Blitzcrank auseinandergenommen. Und danach wollten wir das mal ausprobieren und wir haben verschissen dabei. Ja, wegen diesem Doppelstun halt. Ist okay. Diesen Doppelstun und dann noch die Doppelt-Ulti, also dieser Strahl und dann nochmal Stun von Morgana. Ja, ich hab mir mal den Farm hier unten genommen, ne? Ja, klar. Gank mal Mitte oder so, weil. Ist eigentlich. Ja, pusht ihr mal ein bisschen Bord. Ich mach das schon. Oder. Oder warte mal. Fizz ist free, können wir mal hin. Aber mir könnt's gerade ein bisschen. Ult ist drauf. Ja. Ich wurde. Nice. Hab ihn. Ich bin dafür lustig. Die stirbt auch noch, oder? Ja. Ja, nice. Nein. Double Kill. Ja, 7-1 läuft, ne? 2-2 läuft. Hey, 2-1. Aber Wladimir ist gerade nicht so prall. Mit kann nicht viel schief gehen mit Blitzcrank, der ist okay. Mein Lieblingssupporter. Aber ich frage mich, wie Wladimir das geschafft hat, auf 0-4 zu kommen. Ich weiß nicht, du bist Mitte gerade. Oh. Schade. Frustend, Alter. Das ist frustend. Ich komme mal kurz Bord runter, ne? Jo, ja, Jinx das, kommt dagegen. Lauf, ja, lauf, wir lauf. Wir können drauf. Ja, ich weiß nicht, von wo die jetzt läuft. Ja, okay. I go ready. Ja, okay, kannst ruhig lassen. Hab ich noch hochgeworfen. Danke, Dish. Achso, gut sind die aber auch nicht. Ja. Muss halt, ne? Aber komm. Macht doch mal wenigstens Spaß, wieder ein Game zu gewinnen. Ja, wieso läuft's nicht so in letzter Zeit? Nein, also Evelyn Game gewonnen und danach erstmal wieder 5 Games verloren. Davor 5 Games verloren. Bei mir ist das meistens so, wenn ich alleine spiele, bin ich öfters, wenn ich mit Freunden spiele, dann verliere ich da so öfters. Das ist vor allem ja, mit Kevin. Das ging mir auch so. Ja, auf jeden Fall. So. Ist ja in Ordnung, wenn ich mal den Farm Bot nehme, wenn du nicht da bist, ne? Natürlich.
Man sieht wieder im Chat, dass die gegnerische Mannschaft da rumflamed. Because you win the top. Oh mein Gott. Und das Geile ist, Jetzt hab ich gerade einen scheiß Aim, ey. Und das. Oh, Jinx! Ja. Scheiße. Oh, lol, wo kommt der denn jetzt? Die ist auch gut. Ja, wo ich kommt der denn jetzt? Ja, weiß ich grad nicht. Ja, sorry. Komm. Ja. Ich hatte heute ein Game gemacht und da hatte ich einen Diamond-Typ mit mir. Ja, meine W aktiviert sich gerade nicht. Lol. Ja, also die ist jetzt, also bis jetzt dauernd. Okay. Ich hätte mich jetzt noch. Ja, meine W hat sich halt gerade nicht aktiviert. Voll komisch. Hab die ganze Zeit meine W gedrückt und was ist? Aktiviert sich nicht. Komisch. Wie kommst du mit einem Diamond-Typ zusammen? Mit einem Platin. Ein Platin-Spieler, Trash, hat der hat Support mit Trash, der war Platin. Mhm. Frag das mal hier Christian. Der hat mir zugeguckt. Da war ein Platin-Player dabei. Frage ich mich auch, was kommt ein Platin-Player in meine Bronze-Liga rein? Wahrscheinlich hat irgendein anderer aus dem gegnerischen Team war irgendwo welcher Bronze und der aber, hat halt Gold eingeladen, der war Platin. Aber Riot macht das ja immer so, dass jetzt irgendwelche zusammengepackt werden. Ich würde mal sagen, all mit. Ja, also ich... ja, geil, hier Aktion. Genau in den Wirbel reingesprungen gerade. Kann einer hier kurz warnen? Hier so? Fallen die Mitte. Ja, die sind alle hier. Jetzt. Ja. Teamfight oder so? Ich würde mal sagen, ich hab mein... Oh, dieser Fail. Ja, so hat sein Wirbel. Das meine ich. Ja, so Ult. Oh, Fizz ist da. Ja, ich bin down. Geht gut. Oh. Nice. Ja. Ja, weiß ich nicht, wo ist Wladimir überhaupt? Ja, frage ich mich auch, wo ist Wladimir? Ich schreibe all mit, aber nein. Ja, gut. Ja, komm, ich jump da gleich hin und versuche ein Double zu machen. Die Mitte ist aber auch schlecht, wenn man mal sagen darf, ne? Ja, Kass hat ihn ein bisschen gefeedet, aber kann seine Lane nicht treffen. Echt, ja. Alter, der hat 10-3. Wo hätte er das denn bekommen? Also, ich hab dem bei 2 Kills nur geholfen, mehr nicht. Und wo der die anderen Kills alle abgestaubt hat oder... Ja, und dann war der Top, hat sich mal ein paar Doubles immer geholt. Aber seine eigene Lane kann er nicht treffen. Nicht mal der... Den Tower muss man mal downhauen. Grab mal Lee, wenn's geht. WW. Ja, Hab ihn. Okay, nice. Müssen draufgehen. Gleich kann... Ah, obwohl, der ist tot. Oh, Wladimir hat mal einen Kill. 2-4. Ja, 2 hat er schon. Also, Evelyn in Aram müsst ihr mal ausprobieren. Also, wenn ihr die pickt, behalt die einfach, weil Evelyn ist so OP. Weil mein letztes Game mit Evelyn habe ich gespielt, da hatte ich irgendwas mit, weiß ich nicht, mit 26, 16, 35 und Blitzcrank hatte 28, 20... Ich krieg ihn. Warte. Hab ihn. Zumindest lol. Gehabt. Ja, hab ihn gehabt. Also er hat nicht Blitzcrank gespielt, er hat einen Fizz. Anderen. Ja, Fizz gespielt. Ja, Flash. Flash up von Fizz. Ich komm mir entgegen, ich könnte ihn bekommen. Ja, nimm ihn einfach. Ja. Warte. Ich bekomm den. Ja, nimm, hol dir. Warte. Ich hol mir deren Blumen. Oh, ja, so. Ja, hab Fizz. Ja, kill den einfach. Hab Fizz getötet, nice. Kill den einfach. Läuft doch. Hier der Yasuo. Hauptsache, die sind immer down. Ah, scheiß Tower. Lies AFK, ne?
Hab gleich mein Grab ready. Ja, ich push mal Bot, ne? Alle drauf. Schnappt ihn euch. Go, go, Tower. Irgendjemand muss... Oh ja, ich tank grad. Oh. Ja, alles gut, du hast ein Magieschild. Lean. Gerade im Back. Ich würde auch sagen, ich gehe mal kurz top. Wenn ihr den Hintergrund vom Tischwackel bei mir hört, das ist mein Tisch, aus Versehen, sorry. Nein, Jinx! Bleib da. Oh. Ja, wenn jetzt alle kommen, soll ich da bleiben. Ja, okay. Komm, die. Oh, ich habe keine Vision mehr, ey. Scheiße. Scheiße, ich kann mich jetzt irgendwo hier teleportieren, aber. Oh, Kasa, das könnte der Pack. Ja, das packt er halt. Ja, warte mal, ich kaufe mir mal 3 Wards. Ich komme auch noch. Ja, so bekommt er auch noch irgendwie. Ja, easy. Ja. HKS, Alter. Wurde Kassadin nicht laut Nachricht genervt? Kassadin ist er. 15-4, ne? Aber. Ja, das am Ende auch. Ne? Wenn der KS dann am Ende Einzelduell verliert, ne? Das ist unlogisch. Ja. Ich hatte heute Master Yi im Team. Ich habe Amumu mit 7-5-21 gespielt und unser Yi heute im Team hatte 30-9. Aber auch nur alle KS. Der meint auch zu mir, weil er war ja Deutsch. Er meint, Alter, was denn jetzt? Er meint zu mir, er will keinen ein Kill lassen. Er überlässt keinen ein Kill als Jungler. Er war Jungle. Weil er. Nice Blitzcrank. Good job, nice. Ey. Good job. Hier macht er den Panther. Warte mal, ich tank mal. Wenn's geht. Ja. Hast du bekommen? Oh. Nice. Au. Nice, Alter. Hast du jetzt alle gekillt? Nee. Ja, fast also, alle. Geh weg. Respawn Jinx wieder. Aha, easy. Alles easy. Easy, ach, ich hab ja Ulti. Ja, nice game. Haben's gewonnen. Ja, good job, Team, Alter. Und Fizz ult! Aha! Hier, Lux. Sorry. Habt ihr einen Fizz gesehen? Ich hab keinen Fizz gesehen. Ey. Ich push einfach. Ja, mach mal. Finish mal. Warte, ich renne in die Base. Finish! GG, Alter. Ja, das war doch mal ein geiles Game hier. Oh, mit meinen 2 Kumpels hier auf Summoner's Rift. Hat doch mal Spaß gemacht, wieder eine Runde LOL. Und ja, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, meine Gäste verabschieden sich auch nochmal. Und tschüss. Ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis nächsten Mal. Ich freue mich schon.